Willkommen auf meinem Kanal Streampunk. Leute, ich wollte eigentlich gemütlich meinen Feierabend chillen. Es ist nicht möglich, weil Leute, einige Menschen meines Landes komplett am Rad drehen. Den guten Markus Hüpperfürth kennt ihr wahrscheinlich schon. Für mich ein Held, für mich ein Macher, für mich ein Mensch, der wirklich Herz zeigt. Ganz toll, ich werde hier nicht über ihn richten. Ich glaube tatsächlich, der Gute ist eine Art, wie sagt man, Bauernopfer, oder er lässt sich hier instrumentalisieren. Er hat jetzt gerade gepostet, hier vor 13 Minuten, vielen Dank nach Spelle für die Geldspende, vielen Dank nach Thüringen für die Aufkleber. Es kommen täglich tolle Dinge an, dazu kommt noch was, danke. So, da hat also jemand hier Aufkleber geschickt, Eimerkette und zusammenhält. Nette Idee, ich habe das Foto mal gespeichert, wir werden da mal ein bisschen näher reingehen. Und wie gesagt, ich bin hier also nicht grundsätzlich am Flame. Wer meinen Kanal kennt, der weiß, es geht hier nie gegen Privatpersonen oder Querdenker oder Helden oder Nicht-Querdenker oder whatever, sondern immer nur gegen Regierungsmaßnahmen. Sehr geehrter Herr Wipperfürth, wir alle haben in den vergangenen Tagen die Berichte Flutkatastrophe, lalala, hast du nicht gesehen? Als Hersteller von Landmaschinen fühlen wir uns insbesondere den Landwirten sowie den Firmen verantwortlich. Das ist eine tolle Geste, wirklich wahr. Wir möchten daher die Initiative Nachbar in Not als Möglichkeit zur Spende für Hochwassergeschädigte nutzen und in den kommenden Tagen eine Spende über 10.000 Euro auf das hierfür eingerichtete Konto der Kreisverwaltung Ahrweiler anweisen. Wir hoffen finanzielle Unterstützung, kleiner Beitrag, Linderung, Notsituation. Mit besten Grüßen. Ganz großartig. Das finde ich wirklich toll. So, und was steht hier? 10.000 Euro gehen auf das hierfür eingerichtete Konto der Kreisverwaltung Ahrweiler. Das bedeutet, die 10.000 Euro gehen auf ein eingerichtetes Konto der Kreisverwaltung Ahrweiler. Bitte schreibt in den Kommentaren, wenn ich hier falsch liege. Wenn ein Spendenkonto einer Hilfsorganisation ausschließlich auf einem Behördenkonto eingerichtet werden kann. Also diese 10.000 Euro gehen hier an die Kreisverwaltung Ahrweiler. Das sind die gleichen Menschen, die die Schule gerade geschlossen haben. Den Brief habt ihr ja wahrscheinlich auch schon gesehen. Hier fordert die Stadtverwaltung der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler die Helfer auf, die Schule zu verlassen, heute, 28.07. bis 19 Uhr. Das habe ich in einem anderen Video auch schon ganz deutlich erklärt. Natürlich ist die Stadtverwaltung nicht die Kreisverwaltung, aber die Stadtverwaltung ist der Kreisverwaltung untergeordnet. Das heißt, die Menschen hier, mir fehlen absolut die Worte. Mir fehlen absolut die Worte. Ja, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, was das soll. Hat die Kreisverwaltung schon so viel Geld an Spenden bekommen, dass die sich sagen, wir räumen jetzt die Schule, weil hier ist so viel Kohle zu machen für uns als Kreisverwaltung. Ich meine, die Kreisverwaltung kriegt doch Gelder. Die braucht doch keine Spenden Ich meine, wir kriegen doch Geld aus Berlin dann, oder nicht? Ich meine, wie viele Millionen sind zugesagt worden? 400 Millionen sind zugesagt worden. Ich meine, die Stadtverwaltung, versteht ihr, was ich meine? Man sitzt so davor und denkt so, das sind doch dieselben Leute. Eine Abteilung tiefer. Die Stadtverwaltung sitzt unter der Kreisverwaltung. Die Kreisverwaltung kriegt hier Spenden und sagt der Stadtverwaltung, schmeiß mal die Helfer raus. Wir haben genug Kohle. Oder was ist das? Also, liebe Leute, ich kann gar nicht so viel essen, wie ich im Strahl mich übergeben möchte. Mir fällt auch wirklich nichts mehr zu ein. Es ist einfach, man kommt sich vor wie in einem schlechten Film. Es ist als Mensch, ich kann gar nicht so krumm denken, wie mir fehlen absolut die Worte. Schreibt mir einfach eure Kommentare mal, was ihr davon haltet. Ich will das hier natürlich auch nicht als Wahrheit bezeichnen, aber ich lese immer gerne mal so im Kleinen und da fallen mir so Dinge auf, wo ich denke, irgendwie kann das nicht sein. Vielleicht kommt ja einer von euch auch aus da unten oder vielleicht
aus dem Krisengebiet von da unten. Vielleicht gibt es auch jemanden, der irgendwie in der Stadtverwaltung, der Kreisverwaltung arbeitet, der uns hier so ein bisschen in den Kommentaren mal aufklären kann, was das hier auf sich haben könnte. Aber soweit, ich meine, ich habe auch genug Erfahrung gehabt als Selbstständiger, auch mit Behörden, jahrelang. Ich weiß, wie das alles läuft. Ich weiß, wer da wem über- und untergeordnet ist. Ich weiß auch, ja, was das für eine merkwürdige Ameisenarmee ist, die nur funktioniert, ohne nachzudenken. Ja, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr glaubt. Also für mich ist das der gleiche Topf. Auch wenn hier steht Stadtverwaltung und hier steht Kreisverwaltung. Ja, also die Kreisverwaltung Ahrweiler ist im Grunde übergeordnet zur Stadtverwaltung. Ja, Bad 9a Ahrweiler. So sehe ich das. Ja, es ist mal wieder aufregend und es gönnt uns allen keine Ruhe. Auf der anderen Seite, wenn man das positiv sieht, ja, der Gegner macht Fehler. Das Konstrukt, das Lügenkonstrukt der Gegenseite ist so voller Lügen und Unwahrheiten, dass sie plötzlich über ihre eigenen Beine stolpern und ihre Unfähigkeit zeigen und uns im Grunde damit sagen, boah, wählt uns bloß nicht wieder. Jeder 12-Jährige kann das besser. Okay, damit bin ich raus für heute. Ihr merkt schon an meiner Stimmlage, gar kein Bock. Ja, das ist überhaupt nicht witzig mehr und das ist auch alles nicht mehr lustig. Es belastet mich auch, muss ich sagen. Psychisch natürlich. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und für euren ganzen Support. Teilt das Video. Like das Video, kommentiert das Video und abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns hier sicherlich in wenigen Minuten wieder. Okay, dann haut rein und bleibt gesund und bleibt so widerstandsfähig, wie ihr seid. Und damit bin ich raus für heute und sage Tschüss.